klar, es ist fast ein Gemeinplatz. Je besser man sich im Vorfeld abstimmt, umso besser kommt man natürlich voran. Manchmal ist aber auch das Problem, dass man im Vorfeld halt nicht genau spüren kann, was wollen die Piraten. Und dann einigt man sich halt nicht in der Zusammenarbeit. Die hat es ja auch im Bereich Wirtschaft zum Beispiel gegeben, der Versuch, zusammenzuarbeiten. Aber wenn halt unterschiedliche Meinungen im Raum sind, was die bessere Position ist, dann haben wir auch konkurrierende Anträge. Das gehört auch zur Demokratie. Und solange wir da kein verbindliches Vorab-Abstimmungstool haben, müssen wir damit leben, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Ja, natürlich. Da müssen wir alle drüber nachdenken. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, da einen Prozess vorzuschlagen, weil wir wollen alle im Mai ein Wahlprogramm haben. Und mit dem Tempo, wie wir heute Anträge beschlossen haben und gestern, werden wir natürlich das nicht entsprechend in der umfassenden Weise kriegen, wie wir das bisher hatten oder wie wir es wollen. Parteitag läuft ja noch und ich glaube, dass momentan, auch wenn sich viele Leute mehr Anträge gewünscht hätten, die wir abgestimmt haben, grundsätzlich schon so ein Aufatmen ist, dass wir programmatisch vorangekommen sind. Wir haben neue News, wir haben neue Inhalte und gleichzeitig ist jetzt noch natürlich nicht ein Aufatmen im Sinne von, wir haben das Wahlprogramm fertig, es ist viel zu tun. Insofern ist schon auch eine bisschen angestrengte Stimmung im Sinne von, es liegt viel vor uns, wir haben viel Arbeit, wir haben eine große Aufgabe. Ja, das ist, die Satzung regelt das, es muss einmal im Kalenderjahr neu gewählt werden. Wann dieser Wahlparteitag liegt, ob im Januar, im März, im Mai, im Juni, im August, Oktober oder Dezember, das ist offen. Und wenn es logistisch nicht leistbar ist, im Frühjahr, wie es üblich war, zu wählen oder wenn wir die Prioritäten anders setzen, dann ist der Wahlparteitag halt später im Jahr.